Hallo ans Kollektiv der Fische und all diejenigen, die Fische im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia, ich darf für dich jetzt die Karten legen. Und was wir heute machen ist, wir gehen mit den, ich habe ganz viele Karten hier. Ich habe Orakelkarten hier, wir haben die Lenormand-Karten und wir haben auch noch das Tarot hier. Das heißt, es wird eine sehr umfangreiche Legung, die sich bezieht auf die Konjunktion des Mondknoten zusammen mit Uranus und Mars. Und das ist eine Energie, wo gerade schicksalhafte Veränderungen, das auch der Teil dieser, der Name dieser Serie jetzt für die Sternzeichen, ja, passieren. Und je nachdem, in welchem Haus das für dich fällt, kann das für dich in einem unterschiedlichen Lebensbereich sein. Diese Veränderungen, das können plötzliche Einsichten und Erkenntnisse sein, die dann etwas verändern. Das können Dinge sein im Außen, die passieren. Also es ist eine recht intensive, verändernde Energie und darauf bezogen möchte ich jetzt einmal die Karten legen. Falls du noch nicht genau weißt, worum geht es mit dieser Konjunktion, schau gerne bei deinem Lieblingsastrologen einmal vorbei. Ich persönlich kann dir meine Freundin empfehlen, die Emma. Emma ist aus Schweden, macht vedische Astrologie. Persönlich finde ich das immer sehr spannend, weil die vedische Astrologie noch ein bisschen akkurater zu sein scheint. Aber das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung damit. Und ich werde dir den Link zu der Emma, die über diese Konjunktion ebenfalls spricht, unter dieses Video packen. Was dafür wichtig ist, ist, dass du deinen vedischen Aszendenten kennst. Und das kann man sich überall auch im Internet ganz easy peasy ausrechnen lassen. Und dann sagt die Emma dir quasi, in welchem Lebensbereich, in welchem Haus das für dich fällt, diese Konjunktion und damit die Einsicht, Erkenntnis oder Veränderung. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir jetzt. Da kriege ich das Stopp auch schon rein für euch Fischis. Wow, okay, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Gedanken, Herzebene und die Säulen dieser Legung. Wow. Lass es mich einmal ein bisschen ausrichten für dich. Hier ein bisschen auf die Kamera schauen. So, ich hoffe, es ist halbwegs gerade, der noch ein bisschen nach oben. So, dann lass uns mal schauen. Was wir hier im Prinzip haben, ist die Diamantlegung mit dem Lenormand. Das ist eine Legung, die ich sehr, sehr gerne mittlerweile nutze, aufgrund dessen, dass man einfach erstmal ja, in verschiedene Aspekte hier reingehen kann. Sprich, wir sehen das Kernthema. Das Kernthema für dich ist die Kommunikation. Fische, genau, ich musste gerade überlegen, Fische. Schau einfach, wie gesagt, mal, was dein Aszendent ist und schau auch in dein Aszendentzeichen rein, weil das ist das, was eben, wie gesagt, hier wichtig ist. Gerade wenn du in der vedischen Astrologie deinen vedischen Aszendenten kennst, schau dir auch mal hier diese Reihe an in Bezug auf deinen vedischen Aszendenten. Es wird sich für dich alles um Kommunikation drehen. Kommunikation, Papierkram, Verträge. Das ist etwas, was jetzt für dich gerade hier quasi der Mittelpunkt dieser Konjunktion ist. Es wird also viel kommuniziert, vielleicht wird über Verträge kommuniziert, auch das wäre eine Möglichkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, ihr haut mich hier ein bisschen vom Hocker, aufgrund dessen, dass wirklich alle signifikanten Karten auf dem Tisch liegen, die ich normalerweise in einer großen Legung nutzen würde. Das ist der Ring, das ist Herz und das ist der Anker. Partnerschaften, Liebe und Arbeit haben wir alles hier. Das heißt, es wird gefühlt gerade jetzt ein bisschen tiefgehender aufgrund dessen oder vielleicht auch ein bisschen länger aufgrund dessen, dass ich einmal in jeden Bereich hier reingehen muss. Kommunikation ist das Hauptthema. Lass uns in die Vergangenheit schauen. Gerade hier in dieser Angelegenheit sehen wir entweder einen Vertrag, ne, der Ring, ein Vertrag, ein Versprechen in einer Herzensangelegenheit oder eben eine Liebesbeziehung. In dieser Liebesbeziehung oder auch was diesen Vertrag angeht, könnte es allerdings sein, dass es mit der Schlange vielleicht ein paar Komplikationen und Umwege gab, um es milde auszudrücken. Ne? Schlange ist immer eine etwas schwierige Energie, die auf Schwierigkeiten in einer Liebesbeziehung hindeutet. Für den einen oder anderen könnte es hier um eine Mutterbeziehung gehen, ne? Dass hier vielleicht Schwierigkeiten in der Mutterbeziehung war oder in der Vergangenheit, beziehungsweise diese Kommunikation, die jetzt stattfindet oder diese Gespräche, die stattfinden, sich auf ein Mutterthema hier beziehen. Ne? Die Beziehung, die du hast hier zu deiner Mutter, durch die Schlange als Mutterenergie. Hin und wieder kann die Schlange jemand sein, der manipuliert. Also wir haben auch die Möglichkeit in einer, in einem
Vertrag, der dir am Herzen liegt oder in einer Liebesbeziehung, dass wir hier vielleicht eine andere Person haben, eine Schlange haben, die vielleicht von außen versucht, mit rein zu manipulieren in diese Energie. Auch das wäre eine Möglichkeit, wenn dann wird darüber jetzt kommuniziert und geredet. Also die Vergangenheit spielt jetzt im Hier und Jetzt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Schlange kann ebenfalls für eine Transformation stehen. Also im allerbesten Fall sehen wir hier in einer Herzensbeziehung oder eben in einem Vertrag, der dir sehr am Herzen liegt, auch schon eine Transformation, eine Veränderung aufgrund dessen, dass die Schlange natürlich auch die Energie von Heilung und Häutung ist, ne? Also die Schlange lässt irgendwann einen alten Teil von sich selbst los, um neu, weil sie gewachsen ist und jetzt neu in das neue Leben geht sozusagen. Und das ist quasi die Symbolik auch der Schlange hier. Packen wir es mal wieder zurück. Also wir haben hier so ein paar Thematiken, wie gesagt, Verträge oder auch Liebesbeziehungen oder Herzensangelegenheit hier könnte eine Rolle spielen. Oder nicht könnte, sondern spielt hier einfach eine Rolle. Worüber denkst du nach? Jetzt lass uns da mal das Gedankendreieck anschauen. Auch hier wieder, es dreht sich ja, sowohl in der Vergangenheit auch als in deinen Gedanken wirklich um diese Herzensangelegenheit. Und ein ganz, ganz großer Teil ist das Thema Stabilität und Sicherheit. Wir kommen gleich auf den anderen Aspekt des Ankers. Aber hier Stabilität und Sicherheit, Loyalität und Treue, Unterstützung, unterstützt werden, das ist etwas, worüber du gerade sehr, sehr nachdenkst. Und wenn wir jetzt hier eine private Beziehung haben, egal, ob das jetzt hier ein Mutterthema ist oder ob das eine andere private Beziehung ist, wo es Komplikationen gab, das Thema hier, worüber du nachdenkst, ist definitiv das Thema, wo liegt die Loyalität der Person? Das Thema Treue könnte hier ganz wichtig sein. Es könnte eine freundschaftliche Beziehung sein, ne? Weil der Hund auch immer für einen Freund steht. Vielleicht gibt dein Freundeskreis oder ein ganz bestimmter Freund dir gerade sehr viel Halt und Stabilität und das ist etwas, worüber du nachdenkst. Es ist vielleicht jemand, mit dem du hier viel kommunizierst. Oder aber auch ganz klassisch ist der Hund Hilfe und Unterstützung, ne? Und Hilfe und Unterstützung im Bereich Stabilität und Sicherheit hier. Vielleicht erhoffst du dir in einer gewissen Liebesangelegenheit oder Herzensangelegenheit ein bisschen mehr Unterstützung und Support, damit hier mehr Stabilität und Sicherheit reinkommt in die Angelegenheit. Für all diejenigen, wo es um etwas um was Berufliches geht, der Anker kann auch für den Beruf stehen. Da haben wir also hier eine Herzensangelegenheit. Vielleicht denkst du darüber nach, etwas im helfenden Bereich zu machen. Vielleicht brauchst du aber auch gerade im Beruflichen hier ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Das könnte ebenfalls etwas sein, worüber du nachdenkst. Und nochmal eine ganz andere Thematik wäre hier beruflich vielleicht etwas zu machen mit einem Freund. Auch das wäre eine Möglichkeit. Aber insbesondere nehme ich den Hund immer für Hilfe und Unterstützung wahr. Also das ist so, auch wenn wir uns das jetzt mal wieder hier so ein bisschen separieren, so das Hauptthema hier in deinen Gedanken, Hilfe, Unterstützung. Gewissermaßen auch ein bisschen Vertrauen, ne? Wo und wem kannst du vertrauen? Vertraust du dir selber? Das Thema Vertrauen spielt also auch eine Rolle hier auf gewisse Art und Weise. Bevor wir jetzt in deine Emotionen, in dein Gefühl reingehen, möchte ich mir mal die Pfeiler anschauen, ne? Also, das hatten wir noch nicht gemacht. Die Pfeiler, das sind die Säulen der Rahmen. Oder die Energien, die den Rahmen dieser Situation bilden. Und da haben wir schon wieder die Liebe oder Herzensangelegenheiten, entweder beruflich gesehen oder was das Thema Stabilität und Sicherheit angeht. Da sehen wir die Komplikationen und Umwege. Vielleicht hat auch irgendwas länger gedauert, sich länger hingezogen. Und das gefühlt nagt hier an der Stabilität der Situation. Gerade hier die Maus steht, vielleicht hast du auch das Thema Verlust und Verlustängste, welches hier quasi getriggert wird durch die Komplikationen und Umwege. Vielleicht hast du ein bisschen das Gefühl, dass hier dir die Stabilität ein bisschen in den Verlust geht, in einer Angelegenheit. Wie gesagt, es wird sehr viel kommuniziert. Kommunikation ist das Hauptthema hier. Aber ja, egal ob beruflich oder in der Liebe, die Komplikationen und Umwegen haben ein bisschen zu einer Imbalance, würde ich sagen, gefühlt zu einer Instabilität. Und da könnte es natürlich sein, dass du aufgrund deswegen jetzt überlegst, hey, wo bekomme ich Hilfe und Unterstützung? Oder das Thema Unterstützung könnte hier einfach sehr wichtig sein. Schauen wir uns dein emotionales Dreieck an. Das sind nämlich die Dinge hier unten liegen, die hier unten liegen. Ich habe auch das Gefühl, ich kann die noch ein bisschen weiter hochschieben hier, oder? Zack, zack, zack. So, Gefühlsdreieck.
Sagen wir mal so, wir haben hier natürlich die Mäuse, ne? Wir haben hier den Kummer und Sorgen auf emotionaler Ebene aufgrund der Komplikationen und Umwege, die hier vielleicht an die Öffentlichkeit kommen. Es kann zu tun haben mit einer öffentlichen Situation, einem sozialen Umkreis, der Öffentlichkeit. Aber es gibt hier grundsätzlich erstmal ein paar Komplikationen und Umwege, die an dir nagen. So, irgendwas, was vielleicht länger dauert, ne? Wir haben ja auch Verzögerungen mit der Schlange, Dinge, die länger dauern, verzögern. Umwege, die hier gegangen werden, aufgrund irgendwas, was hier an die Öffentlichkeit kommt, auf eine Art und Weise oder zu tun hat mit der Öffentlichkeit, und das nagt hier erstmal an dir. Grundsätzlich, packen wir die mal ein bisschen weiter auseinander und fokussieren uns auf die eine Karte hier in gerader Linie, sage ich mal, auf Herzebene. Der Park würde für etwas Offenes stehen. Ich habe auch das Gefühl, dass du. Und damit kommt so eine gewisse Entspanntheit tatsächlich. Also was ganz spannend ist, dass wir hier diese schwierigeren Karten haben auf emotionaler Ebene, aber dass ich das Gefühl habe, gleichzeitig bist du recht offen und dadurch recht entspannt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du, ja, wir haben ein bisschen Nervosität und Stress definitiv hier und diese Sorgen, die hier liegen, aber auf gewisse Art und Weise habe ich das Gefühl, bist du einfach. Vielleicht recht offen, wie sich die Dinge jetzt entwickeln, oder bist optimistisch, offen, entspannt, wie sich die Dinge entwickeln hier. Das könnte ebenfalls sein. Vielleicht wird dir auch jetzt gerade etwas bewusst. Es kommt etwas von deinen Emotionen an die Öffentlichkeit. Auch das wäre möglich mit der Karte. Ja, wohin entwickelt sich das Ganze? Das Ganze in der nahen Zukunft. Wir haben hier Nervosität und Stress aufgrund dessen, dass ich das Gefühl habe, dass ein bisschen die Stabilität hier in den Verlust geht. Vielleicht ist es auch arbeitstechnisch irgendwas, wo etwas arbeitstechnisch an dir nagt, und das hier wiederum zu Nervosität und Stress führt. Die Vögel können auch wirklich für Hektik stehen, ne? Also es kann sein, zum Beispiel, dass du hier viel zu tun hast. Aber dass das auf jeden Fall an dir auf eine Art und Weise nagt, dass du vielleicht ein bisschen kraftloser bist, aufgrund dessen, dass hier sehr viel Stress arbeitsmäßig eine Rolle spielt und das nagt an dir. Es kann auch sein, dass hier, wie sagt man, Kommunikation stattfindet. Sprich, wir haben hier mit den Vögeln die Möglichkeit, dass da Klatsch und Tratsch im Bereich der Arbeit eine Rolle spielt und das hier an dir nagt. Lass uns mal weiterschauen. Im allerbesten Fall haben wir hier Nachrichten, die reinkommen, auch wieder Kommunikation, also von Kommunikation geht es in die Kommunikation, sage ich mal. Das ist wirklich hier schon Hauptthema. Wobei normalerweise die Vögel einfach für Nervosität und Stress stehen. Und das auch gerade in der Kombination, würde ich sagen, es wird noch ein bisschen stressig hier bleiben. Lass uns aber mal schauen, was die nächsten Karten sagen. Wir ziehen jetzt einmal Karten hier aus dem Orakelkartenset. Ich habe ja schon angekündigt, ich habe einige. Warum, Moment? Ach, hier, warte mal ganz kurz. Mein Stuhl ist an dem Stativ. Das heißt, immer wenn ich mich bewege, bewegt sich auch das Stativ und ihr habt ein kleines Erdbeben. So, ich glaube, jetzt ist besser, ne? Ja, jetzt steht die Kamera still. Sodele, kriegen wir weitere Informationen zu dieser Situation hier? Kriegen wir weitere Informationen zu der Situation für das Kollektiv der Fische? Wow, Transformation. Wir haben die Zahl 5 und den Zyklus hier. Cycle, Zyklus. Das ist oh, super Karte. Ich halte sie noch mal ein bisschen länger rein. Also, wir sehen, dass sich eine Situation auf jeden Fall hier verändert. Was ich auch das Gefühl habe, ist, dass du hier in eine neue Realität gehst. Ja, vielleicht ist der Übergang gerade ein bisschen holprig. Vielleicht haben wir hier etwas, was an deiner Stabilität nagt. Oder wie gesagt, für diejenigen, wo das was Berufliches ist, haben wir Nervosität und Stress, das nagt an dir. Aber letzten Endes muss man ganz ehrlich sagen, es könnte natürlich sein, dass hier irgendwas in den Verlust geht, weil es was Altes ist. Ne? Guck dir das mal an. Du gehst hier über die Brücke rüber. Du verlässt also das Alte geht in den Verlust, um hier ins Neue zu gehen. Die neue Realität, die sich hier quasi manifestiert. Könnt ihr das sehen? Ich halte es nochmal dichter rein. So, also es manifestiert sich für dich eine neue Realität. Du bist aber auch in dieser Übergangsphase gefühlt, dieser Transformation. Und ich habe das Gefühl, diese Übergangsphase ist das, was wir hier sehen, was so ein bisschen ruckelig ist. Vielleicht, wo vorübergehend die Stabilität und Sicherheit genommen wird, was ganz normal ist, weil man erstmal in einem Nebel steht, bevor man quasi auf der anderen Seite ist und sagt, so, jetzt bin ich in der neuen Realität, ne?
Das kann sich natürlich ein bisschen unsicher anfühlen. Die 5 ist auch die Zahl von Veränderungen. Also das sehen wir hier auch nochmal durch die 5 hier. 5 im Hierophanten, im Tarot ist der Hierophant. Hab Gottvertrauen, dass die Situation, diese Transformation geistig geführt ist. Sie hat hier auch eine Schriftrolle. Kann zum einen wieder das Thema Kommunikation sein, was sehr wichtig ist, oder vielleicht auch ein wichtiger Vertrag sein, der hier liegt, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Aber ich habe auch das Gefühl, was du mitnimmst jetzt aus dem alten Kapitel ist, du nimmst irgendeine Information, irgendein Wissen mit. Ich habe das Gefühl, hier ist sehr viel Weisheit, die du mitnimmst aus der alten Situation. Du hast hier also wirklich etwas dazugelernt. Dann lass uns weiterschauen mit den Karten aus dem Astrologie-Set. Bekomme ich bitte mehr Informationen hier? Was sollte das Kollektiv der Fische jetzt wissen, bezogen auf die Konjunktion? Was haben wir hier? Den Skorpion. Ja, in der westlichen Astrologie ist tatsächlich der Südknoten im Skorpion aktuell. Also das ist quasi die Vergangenheit. Wenn wir uns die westliche Astrologie anschauen, in der vedischen Astrologie ist das Ganze ein versetzt nach, wie sagt man, nach vorne. Da haben wir quasi den Südknoten in der Waage und den Mondknoten, den nördlichen, den haben wir im Widder. Aber hier jetzt für dich persönlich ist die Karte des Skorpions. Vielleicht ist die Person, mit der du es zu tun hast, Skorpion. Oder hat Skorpion Anteile oder du selber hast Skorpion Anteile. Das zum einen. Zum anderen kann es hier allerdings auch sein, mit der Karte des Skorpions haben wir eine Intensität. Also das dürfte sich vielleicht gerade sehr intensiv für dich anfühlen. Ich meine, die Energien sind intensiv. Auch wenn es da jetzt nicht stehen würde, würde ich dir sagen, ja, die Energien sind aktuell sehr intensiv. Skorpion ist auch tatsächlich dieses Sternzeichen, was für Transformation steht, was permanent durch diesen Tod- und Wiedergeburtsprozess auch geht, was sehr intensiv sein kann, weil man sich vielleicht immer neu entwickelt, neu entdeckt. Und das Thema Phönix aus der Asche emporsteigen ist ebenfalls der Skorpion. Also der Phönix wird auch in Verbindung gebracht mit der Energie des Skorpions. Exposing bedeutet, dass irgendwas ans Tageslicht kommt. Das hatten wir hier im Prinzip insofern, dir wird irgendwas bewusst, dir wird irgendwas klar. Und dann geht es darum, um eine Säuberung des Alten und um eine Erneuerung. Diese Säuberung ist das, was ich hier wahrnehme. Da geht etwas in den Verlust und vorübergehend geht die Stabilität so ein bisschen, vielleicht nicht komplett in den Verlust, aber es knabbert da so ein bisschen dran und das sorgt hier für Nervosität und Stress. Aber das ist Teil dieser Erneuerung. Du musst dich da jetzt leider einmal durchbewegen. Das ist so, du bist hier quasi auf dem Übergang in der Brücke, auf der Brücke, nicht in der Brücke. Und da ist es ein bisschen wackelig, aber ich habe das Gefühl, das ist wichtig, weil du dich in etwas Neues reinbewegst und hier einen Zyklus wirklich beendest. Wir werden auch mit dem Tarot gleich jede Karte hier nochmal klären, auf eine bestimmte Art und Weise. Das zeige ich euch gleich, aber lass uns nochmal eine weitere Karte hier ziehen aus dem Astrologie-Deck. Kriegen wir eine weitere Karte bitte aus dem Astrologie-Deck? Eine weitere Karte bitte. Ja, der Mars. Okay. Mars ist mit einem Mix definitiv. Mars, auch hier steht sehr im Zusammenhang mit dem Skorpion natürlich. Mit dem Mars, das ist die betreibende Kraft. Hier steht es auch. Move forward. Also bewege dich nach vorne. Defend self. Mars ist spannend, weil Mars ist eine Karte. Ja, das ist eine sehr feurige Energie für dich. Mars kann sowohl der Motivator sein, der dich eben nach vorne bewegt. Mars kann aber auch die Kriegerenergie sein, wo es darum geht, für dich selbst oder das, woran du glaubst, ein- und aufzustehen, ne? Es kann natürlich sein, dass auch gerade Mars und Skorpion zusammen ist einfach mega intensiv. Also diese Transformation, die du gehst, ist wie so eine Art Geburtskanal gefühlt, wo es einfach hier nochmal ein bisschen eng wird und dann tschung, bist du auf der anderen Seite und lässt gefühlt auch einen größeren Kreislauf hinter dir. Vielleicht ist es ein Kreislauf, wo du sagst, ja, die letzten 5 Jahre könnten hier eine Rolle spielen, weil wir hier die Zahl 5 haben. Vielleicht spielt das hier wirklich eine signifikante Rolle und du gehst endlich aus diesem Kreislauf der letzten 5 Jahre raus. Diese Transformation mit dem Skorpion kann auch eine tief persönliche Transformation sein, durch die du gegangen bist, wo ich aber auch das Gefühl habe, du bist hier in den letzten 5 Jahren auch durchaus durch das Feuermaß der Transformation gegangen hier. Also es war eine sehr intensive Zeit und du wirst jetzt vom Universum nach vorne bewegt.
Vielleicht ist es so ein bisschen hier die Energie, dass du dich ein bisschen durchkämpfen musst, bis du dann komplett auf der anderen Seite bist. Aber es fühlt sich auf der anderen Seite positiv an. So, jetzt lass uns mal schauen. Was sagt das Avalon-Orakel hier? Kriegen wir bitte weitere Informationen für das Kollektiv? Das Kollektiv hier der Fische. Da haben wir Galahad. Es geht um Mut, es geht um Hingabe, um Reinheit und um Triumph. Und da haben wir schon wieder diese Kriegerenergie, ne? Und ich habe das Gefühl, verzage nicht, auch wenn hier dir, sag ich mal, auch wenn es hier mit der Maus, sag ich mal, ein paar Sorgen gibt oder ein paar Dinge gibt, die an dir nagen oder beziehungsweise diese Stabilität vorübergehend nicht da ist. Sei mutig und geh wirklich diesen Weg, weil er wird dich zu dem Triumph, also zum Sieg gefühlt fühlen. Wichtig ist, dass du mit den Energien gehst, also Hingabe, habe ich das Gefühl, gib dich dem Flow des Lebens hin und behalte deine Reinheit im Herzen. Also ich habe das Gefühl, es geht auch hier mit der Reinheit darum, das Richtige zu tun jetzt. Das Richtige zu tun. Es fühlt sich an wie etwas, was du gelernt hast jetzt in den letzten 5 Jahren, was jetzt zu einem Abschluss kommt, wo es jetzt nochmal einfach darum geht, mutig zu sein und all das anzuwenden, was du gelernt hast. So. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr hier im Hintergrund immer die Möwen hört. Die sind teilweise echt mega laut. So, ihr ganz wundervollen Fische da draußen, wir wollen jetzt einmal weiterschauen. Und zwar werde ich jetzt gleich einmal die heiligen Seelenpartnerkarten ziehen. Und zwar aufgrund dessen, dass es nicht zwingend hier um eine Seelenpartner Situation geht, aber die Seelenpartnerkarten sind toll für die Lernaufgabe, durch die du gegangen bist oder gerade gehst. Wir werden ebenfalls noch ein Krafttier hier ziehen für dich und du siehst, ich bereite das Ganze schon mal vor. Wir teilen die Legung ein bisschen auf. Wir wollen nämlich sehen, was hat hier in der Vergangenheit stattgefunden. Ich habe mein Botticelli-Tarot. Das heißt, wir klären jetzt noch mal die Vergangenheit hier im Detail. Wie war es quasi bei dir vor der Konjunktion der Mondknoten? Das ist das Event, das Ereignis, die Kehrtwende, was jetzt zur Konjunktion passiert. Und dann haben wir hier dann, wie sich dein Leben danach verändert. Wir sehen es im Ansatz bereits natürlich durch die Lenormand-Karten, werden es jetzt gleich nochmal in der Tiefe sehen mit dem Tarot. Wenn dich das Ganze jetzt interessiert, folge mir gerne in die Erweiterungen. Du kennst das Spiel bereits. Also hier unter diesem Video findest du den Link zu Vimeo und zu Patreon. Patreon hast du die Möglichkeit, dir die kompletten, Moment, Mitgliedschaften, genau, die Mitgliedschaft zu holen für alle Erweiterungen, die ich im Monat hochlade, was mindestens 24 sind. Das heißt, wenn du viel schaust, hier auch für andere, dir andere Erweiterungen anschaust, dann bist du hier bei der Mitgliedschaft genau richtig. Wenn du sagst, nee, ich möchte bei den Einzelvideos bleiben, dann gehst du einmal zu Vimeo und kannst du die Einzellegung hier freischalten lassen. Es sind gerade die 5 der Schwerter rausgefallen, das muss ich nochmal sagen. Also wirklich, hier sind heftige Konflikte, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Ich habe das Gefühl, du hast es mit zum Teil sehr egoistischen Menschen zu tun gehabt oder das Thema Egoismus hier hat eine Rolle gespielt. Gewinnen um jeden Preis, Recht haben um jeden Preis, keine Kompromisse eingehen, haben wir hier tatsächlich. Ich packe die Karte jetzt einmal rein, weil ich keine rausgefallenen Karten nehme und würde auch sagen, wir gehen jetzt einmal rüber. Also freue ich mich, dich gleich wiederzusehen in deiner Erweiterung, entweder auf Patreon oder auf Vimeo. Also bis gleich.